Klang für die Säule. Also es sind so Kernobstnoten. Vielleicht so leichte Überreife. Würze. Ich mache den Tipp zur Weißburgunder. Burgunder war schon. Aber wie kann ich die auseinanderhalten? Also wenn Sie jetzt zwei Gläser haben, mit dem Weißburgunder und Grauburgunder, müssen die zuordnen, dann finde ich, klappt das in der Regel ganz gut. Aber ja, aus dem Stand, na, logisch, mit das ist schon schwer. Ist, und vor allem, er hat jetzt für einen Grauburgunder, ist er nicht dieser zuckerreiche, alkoholische Typ, sondern wirkt verhältnismäßig schlank und elegant auf die Säule. Mhm.